Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Heute habe ich ganz was Besonderes für euch, das was ich auch selten zu Gesicht bekomme, und zwar MRT-Bilder vom Fuß. Es gibt ja CT und MRT. Der Unterschied ist, dass das CT eine Röntgenröhre ist. Das heißt, es macht Schichtaufnahmen vom Röntgen. Von Geweben wie Lunge, Knochen, Weichteilen, Blutgefäßen ist natürlich sehr schnell auch anzufertigen. Und dann gibt es MRT. Das MRT ist die Kernspintomographie oder Magnetresonanztherapie. Arbeitet mit einem sehr starken Magnetfeld und Radiowellen. Haupteinsatzgebiete sind Gehirn, Rückenmark, Knochen und so weiter. Hier haben wir die Aufnahmen vom Fuß, und zwar vom Rist bis zur Fußsohle, das heißt von oben nach unten, zu Schichten. Rechts unten sieht man das Fersenbein schön, links oben den Mittelfußknochen, die Zehenknochen. Hier sieht man oben die Grundgelenke der Zehen sehr schön und auch die Fersen. Die Aufnahme von der Zehenspitze bis zum Mittelfußknochen. Ja, man sieht die 5 Knöchelchen. Hier auf der linken Seite den großen Zehenknochen mit den 2 kleinen Sesambeinchen unten dran. Und hier haben wir die Mittelfußknochen. Diese Aufnahmen ist vom Rist bis zur Fußsohle, das heißt von oben nach unten im Stand. Hier baut sich das so schön langsam auf. Die Fußwurzelknochen kommen hier schön zum Vorschein. Dann kommen jetzt auch langsam die Mittelfußknochen. So, und jetzt sieht man, dass der zweite Zeh vorne auch schon abgebildet ist. Der steht nämlich in die Höhe. Und auf der rechten Seite seht ihr jetzt so eine weiße Fläche. Das erkläre ich euch gleich nachher, was das ist. Und hier haben wir die 4 Zehen. Ganz rechts der kleine Zeh fehlt noch. Der kommt jetzt dazu. Und dann sieht man auch sehr schön jetzt die Knochen. Die sind ganz dunkel abgebildet. Mittendrin sind natürlich die Sehnen und die kleine Muskeln zu sehen. Hier sieht man schön die Gelenkskapseln und auch mittendrin natürlich die Sehnen und die kleinen Muskulaturen. Hier das, was in der Mitte so schwarz abgebildet ist, das sind die Knochen. Dann geht das Ganze jetzt über in die Fußsohle. Die ist natürlich mit Bindegewebe und kleinen Muskeln durchzogen. Das ist die Sehnenplatte der Fußsohle. Und jetzt verschwindet der Fuß schön langsam wieder. Ja, das ist die Sehnenplatte, ist das nochmal. Die Ausläufer der Sehnenplatte. Das, was man jetzt noch sieht hinten, ist die Ferse. Also der allerletzte Abdruck der Ferse. Der Patient ist zum MRT geschickt worden, weil er ein Verdacht auf Morbenneurom bestand. Die Diagnose hat sich dann nicht bestätigt, da der Patient massive Rheuma hat und es auch so ein Rheumaknoten sein könnte. Hier haben wir die Aufnahmen vom Großzeh Richtung Kleinzeh im Längsschnitt des Fußes. Hier kommt sehr schön noch vor das Großzehengrundgelenk mit dem Großzeh dran. Hier sieht man auch ein paar Blutgefäße rechts. Und auf der linken Seite kommt jetzt da das Großzehengrundgelenk mit den 2 Endgelenken vom Großzeh. Unten am Großzehengrundgelenk sieht man auch schön die Sesambeinchen. Auf der rechten Seite sind die Fußwurzelknochen zu sehen. Und ganz unten diese weiße Schicht oberhalb der Haut, das ist so Fettgewebe und Bindegewebe. Hier haben wir jetzt das Ende vom Großzeh. Genau, jetzt kommt langsam der zweite Zeh zum Vorschein.
Man sieht hier sehr schön beim zweiten Zeh, wie das Grundgelenk überstreckt ist und der Zeh nach oben steht. Wunderbar zu sehen, auf der rechten Seite die Fußwurzelknochen und auf der linken Seite den Zeh. Jetzt ist der Zeh vorbei, wir kommen zum dritten Zeh. Hier ebenfalls leicht überdehnt im Grundgelenk. Jetzt kommt der vierte Zeh schon, leider nur halb zu sehen und ist auch leicht überdehnt. Und jetzt kommen wir dann zum kleinen Zeh. Man sieht, dass das Mittelfußstück leicht gebogen ist, und zwar nach oben. Kann vielleicht daher liegen, dass der Kleinzeh eine Drehung macht. Die Aufnahmen vom dritten bis vierten Zeh. Man sieht sehr schön hier auf der rechten Seite das Fersenbein, mittig die Fußwurzelknochen, oberes und unteres Sprunggelenk, Mittelfußknochen sieht man sehr schön und unten natürlich die Zehen, wo so schön dranhängen. Hat euch das Video gefallen? Lasst mal einen Daumen nach oben hier. Habt ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche von Themen fürs Video? Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Andrea. Tschüss.